hier im Pure Abundance Podcast. Heute habe ich wieder einen ganz, ganz besonderen, tollen Gast für dich. Heute ist der liebe Dennis Scharnweber da. Hallo Dennis. Ja, hallo Raphael. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Und ich habe vor 2 Jahren oder vor einem Jahr, ich bin mir gerade gar nicht sicher, habe ich dein Hartzeller-Buch in der Hand gehabt. Ja. Und ich war damals total begeistert, weil ich bin ja auch schon länger im Business unterwegs. Und ich war schon bei verschiedenen Verkaufstrainern. Und für mich war es immer so ein Riesenproblem. Die sitzen da und verkaufen dir, wie du verkaufst, indem du Druck erzeugst, indem du Angst erzeugst, indem du Mangel erzeugst. Und das war nie das, was ich gesucht habe. Und dann habe ich dein Buch gefunden und es war so die Erleuchtung. Oh mein Gott, endlich war jemand, der so darüber spricht, wie ich es möchte. Wie kamst du dazu, so auch das Thema Verkaufen zu sehen? Wie ist so die Geschichte? Weil ich gehe mal davon aus, als du angefangen hast mit Verkaufen, da gab es noch nicht viele, die so gut darüber gesprochen haben. Du, das hat sich, glaube ich, sehr entwickelt. Also ich bin ja mittlerweile 50, ne? Ich habe mit knapp 18, ja mit 18, mit 18 habe ich im Vertrieb damals angefangen. Das war im Investmentfondsvertrieb. Habe ich gelernt. Das ist so der erste Investmentfonds, einer der ersten Investmentfondsvertriebe Deutschlands. Und ich hatte, glaube ich, Glück, weil wir damals so gute Produkte hatten und da hatten wir auch ein USP gehabt. So, das waren die ersten fondsgebundenen Lebensversicherungen, immer die ersten Fonds, so die auch von den Banken aufgelegt wurden. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, DWS Accumula und Frankfurt Trust Effektenfonds. Also war rein auf Fonds spezialisiert. So, und dann war das auch so, dass damals die Kosten offengelegt wurden. Und da hatten wir gar nicht nötig, Drogenverkauf zu machen. Aber ich war auch noch nie so. Also ich bin ja ein Handwerkerskind. Mein Vater ist ja Fliesenlegermeister. Und der hat uns immer erzogen, wenn du Menschen etwas geben willst, dann musst du einen Mehrwert haben. Und immer handwäscht die andere. Man unterstützt sich, man hilft sich untereinander. Ja. Und dann hat er mir immer gesagt, wenn du ein Geschäft aufbauen willst, mach gute Arbeit. Mach gute Arbeit. Und dann kommt ein Empfehlungsgeschäft. Und mein Vater ist, glaube ich, erst letztes Jahr in Rente gegangen. Und der hat nie Werbung gemacht, glaube ich. Also immer nur Empfehlungsgeschäft über Jahre sein Fliesenlegerhandwerk aufgebaut. Und ich habe da mir, glaube ich, so ein paar Sachen zu Herzen genommen von meinem Vater. Ne? Gute Arbeit machen, guten Mehrwert geben. Dann hatte ich eine gute Ausbildung damals im Investmentfondsvertrieb. Dann gab es natürlich Sachen, die fand ich sehr, sehr gut. Da gab es auch Sachen, die fand ich nicht so gut. Dann habe ich so meinen eigenen Stil gefunden. Ich habe immer gesagt, wie möchte ich gerne beraten werden und wie möchte ich gerne behandelt werden. Und ich bin wirklich jemand, der sehr gerne kauft. Ne? Also ich bin auch so eine Modepüppi. Also ich kann auch in die Stadt gehen, kann bummeln gehen und schöne Sachen kaufen und ein Käffchen trinken, mir das schön machen. Und ich liebe es, wenn man mich bemuddelt und das ehrlich macht. Ja, und so gehe ich mit Menschen auch um. Also dass ich ja, und dann habe ich mal vor 2 Jahren angefangen und mir überlegt, es müsste ein anderes Buch rauskommen, also ein Buch Verkaufen mit Herz. Ja, weil die meisten sagen, das geht nicht. Ich sage doch, das geht sehr, sehr gut. Und da habe dann einfach so meine Erfahrungen von den letzten Jahren mit reingenommen, wie ich erfolgreich wurde, wie ich andere Unternehmen geschult habe, wie ich glaube, dass heute Verkauf funktioniert. Auch gut funktioniert, ja, und was ich nicht gut finde. Ja, und so ist das Buch entstanden, ja. Viele Unternehmen, also wenn ich da bin, also ich habe ja früher so angefangen, heute mache ich ja sehr, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, bilde sehr viele Coaches und Trainer aus am deutschen Markt, auch sehr bekannte Leute, die zu mir kommen. Aber angefangen habe ich ja damals mit Verkaufstraining. Ja, ja und ja, ich kann mir nur mehr wünschen davon, ne? Also ich selber finde es hoch asozial, also asozial, nicht sozial, wenn man Menschen emotionale Brandstiftung macht und schlechte Gefühle macht oder mit Angst verkauft. Furchtbar. Aber das ist nur meine Einstellung. Muss jeder für sich selbst wissen. Ich werde das niemals machen. Absolut. Weil, bin ich auch fertig, weil, welche Kunden willst du haben? Genau, ja, das ist es. Wenn du mit Angst verkaufst, hast du Angstkunden. Ja. Die willst du nicht haben. Das ist total anstrengend. Ja. Bei uns, unsere Seminare sind ausgebucht, wir haben Wartelisten. Und sind alles Leute, die freiwillig gerne bei uns sind und nicht aus Angst, weil die einfach den Mehrwert sehen. Und das
wünsche ich halt dem Markt ein bisschen mehr. Ne? Und das ist auch das Spannende, was ich sehe, wo es immer mehr hingeht, in dieses Verkaufen aus Fülle, ein Business aufbauen aus Fülle, ein Business aufbauen mit Herz, weil dieses Alte auch einfach nicht funktioniert oder nicht mehr. Ich sehe es genauso wie du. Ich wünsche mir einen Verkäufer, der mich so behandelt, wie ich gerne behandelt werden will und nicht mich unter Druck setzt und so komische Tricks daraus macht. Und mein Gefühl ist ja auch, dass die ganze Welt gerade immer mehr in diese Richtung geht, dass es in dieses Herz reingeht. Und Herz ist ja auch dein Thema, oder? Ja. Wie kamst du dazu? Du, ich bin ja sehr, sehr lange auf der Reise, an meiner Persönlichkeit zu arbeiten. Ne? Das hört ja nicht auf. Also ich mache ja immer noch so fast 20 Tage Fortbildung jedes Jahr und bin immer wieder fasziniert, was ich entdecke. Also das hört ja nicht auf. Man denkt immer so, oh, jetzt hast du es. Und dann hast du es wieder nicht. Oh, jetzt hast du es wieder nicht. Kommt wieder was Neues. Und, auf dieser Reise, wo ich dann fast 10 Jahre NLP rauf und runter gemacht habe, ich war schon, glaube ich, mit also bei den besten Trainern, die es so am Markt gibt, ja, also Richard Bandler und Fitzpatrick und wie sie alle heißen. Und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, das ist ein geiles System. Also wer das nicht kennt, also NLP, neurolinguistische Programmierung, sagt nichts anderes, das, was du im Außen wahrnimmst, auf deine eigene bestimmte Art und Weise verarbeitest in dir. Und die Erfahrung, die du in dir aufnimmst von Gefühlen und Glaubenssätzen, die machen dein Leben. Ja, und wenn du verstehst, wie dieses Verhalten funktioniert und wie diese Muster funktionieren und das bei dir und bei anderen erkennst, dann kannst du es auch ändern. Also dadurch kannst du ein schöneres, besseres Leben haben. Ne? Mhm. Und das ist so am Markt, 50% der Leute mögen das, 50% haben da ein bisschen Schiss vor den Leuten. Ne? Ich sage, das ist ein super System, um zu verstehen, wie du Leben machst, weil du einfach verstehst, wie machst du Leben doof und wie machst du Leben richtig gut. Und wenn du ein Verstehen dafür bekommst, dann ist Leben halt einfach. Aber das, was mir einfach wirklich gefehlt hat in diesem Training, ist Liebe. Ja, also das Herz. Weil wir sind nicht nur Erfahrung und wir sind nicht nur Glaubenssätze und wir sind nicht nur Gefühle, sondern wir sind viel, viel mehr. Wir sind nämlich eigentlich, wenn wir auf die Welt kommen, bedingungslose, absichtslose Lebewesen, die voller Neugier und Liebe in diese Welt kommen und sich erfahren wollen. Mhm. Und dann passiert halt in bestimmten Zeiten unseres Seins, Erfahrungen, die uns manchmal aus dem Herzen verrücken. Und dann sind wir ein bisschen verrückt. Und dann fangen wir an zu kompensieren. Das heißt, wir müssen über Strategien und Muster müssen wir so kompensieren, dass wir lebensfähig bleiben. Ja, und dann bauen wir halt Welt und manipulieren uns halt auch selber, um nicht mehr Gefühle zu haben, die uns nicht so gut tun. Hm. Und dann verlierst du aber meistens irgendeinen Aspekt der Liebe. Also die Liebe an sich hat Qualitäten. Da sind Aspekte drin, wie Bedingungslosigkeit, Absichtslosigkeit, Wahrhaftigkeit, Nächstenliebe, Demut, Hingabe, Freude, ja. Das sind so alles Aspekte. So, und jetzt musst du dir halt vorstellen, wenn du dein Leben baust und sagst, du kannst nicht mehr bedingungslos sein, dann bist du immer geknüpft an etwas, um glücklich zu sein. Und wenn du nicht mehr absichtslos sein kannst, dann musst du immer Absichten verfolgen, damit etwas funktioniert. Das ist natürlich monster anstrengend und es ist auch monster manipulativ sich gegenüber einem anderen gegenüber. Und das ist nicht die Art von Leben, die ich mir vorstelle. Also das Leben, was ich mir vorstelle, ist halt von meinen Blockaden und emotionalen verdrehten Situation frei zu sein und aus meinem Herzen heraus mein Leben zu leben. Und das ist halt ein kleiner Weg. Aber ich weiß, ohne die Liebe und die Aspekte der Liebe, die Qualität dahinter, wenn man die nicht zu sich zurückholt, dann kannst du nicht zu dir zurückkommen. Ja, du kannst nicht, man kommt nicht zu sich, sondern sonst kommst du nur zu den Dingen, die du baust. Also, ja, so, das ist so, das glaube ich. Und Liebe hat ja nichts mehr mit Liebsein zu tun. Ne? Also Liebe kann auch anders sein. Also, wenn Kinder hat, er weiß auch, dass man liebt und lieben kann und trotzdem straight sein kann. Ne? Und manchmal muss man volle Entscheidungen treffen, die auch nicht so schön sind. Ne? Absolut. Aber ich glaube, dass die Liebe einfach dein Kompass für dieses Leben ist und die Emotion, die wir in uns tragen,
ist der Ausdruck unserer Gedanken und unserer Gefühle. Mhm. Ja, und wow. Alles zusammen ist halt wunderschön, wenn du deinen Geist, deinen Körper beleben kann, deine Liebe, die du in dir hast, zum Ausdruck bringst und die bunten Farben des Lebens malst über deine Emotionen. Mhm. Dann hast du eine wunderbare Lebenskunst des Lebens. Ja. Und dabei möchte ich gerne andere unterstützen. Und dann auch alle Farben der Emotionen zu erlauben und zuzulassen. Gefreut, ja. Ja, das ist so spannend. Deswegen habe ich mich auch sehr darauf gefreut, mit dir zu sprechen. Das Thema Herz ist für mich auch was ganz, ganz Großes und Wichtiges geworden inzwischen, weil das für mich so der Gamechanger war damals. Also vor circa 2 Jahren war ich jemand, der sehr krass aus dem Kopf gelebt hat. Ich war schon immer sehr ehrgeizig, aber eben damals noch aus dem Fokus im Außen, ne, aus Absicht, um etwas zu bekommen, um etwas zu sein, um irgendwie besonders auszusehen oder wie auch immer. Und ich habe aber gemerkt, das hört nicht auf und das lässt mich gegen die Wand fahren. Und dann gab es einen Moment, wo wirklich so viele Kundenprojekte, das war noch zu der Zeit, wo ich eine Social-Media-Agentur geleitet habe, hatte ich so viele Kundenprojekte, die schiefgegangen sind dann, weil das Universum wollte das so, sage ich zumindest jetzt. Damals war es doof. Und das hat mich dann zu einem Punkt geführt, wo alles sich so anstrengend und so stressig angefühlt hat, dass ich gesagt habe, okay, ich will einen anderen Weg finden. Und genau zu der Zeit habe ich jemanden in meinem Umfeld gehabt, der sich sehr intensiv mit dem Thema Herz beschäftigt hat. Und bin das erste Mal da reingegangen. Und das war so ein krasser Moment, das erste Mal in meinem Leben mein Herz zu spüren und vor allem die Stimme von meinem Herzen. Ja. Und deswegen finde ich deine Arbeit so grandios, weil ich selber erfahren habe, was es bedeutet, was der Unterschied ist zwischen aus dem Kopf immer zu handeln. Und dann ist da plötzlich so eine Stimme, die dir sagt, das ist richtig, mach einfach das. Obwohl du nicht weißt, warum. Du machst es einfach. Und bei mir war es dann auszusteigen aus der Agentur. Also ich bin dann rausgegangen, habe meine Anteile verkauft. Ich wusste nicht, was danach kommt. Ich hatte keine Ahnung, wie ich überhaupt Geld verdiene. Und plötzlich ist alles zusammengekommen und heute ist alles anders. Das ist Wahnsinn, was in diesem kleinen Herzen, das wir haben, für Power drin steckt. Ja, es ist halt so, wenn du nach den Asiaten gehst, ne, also es gibt ja da das Tao, ja, also wo man sagt, das ist da der Ursprung von allem, also wo das Universum herkommt, ne, also wo eigentlich alles draußen entstanden ist, aber das Tao ist halt, wie soll ich sagen, da ist alles drin, was du brauchst, und es wird immer für dich da sein, weil du auch aus dem Tao kommst. Und es wird immer dir dienen. Also das Höchste wird immer zum Höchsten für dich da sein. Ja. So, und das kann man natürlich nur glauben, wenn man glaubt. Das ist das eine. Und man kann dann ins Wu Wei gehen. Also das Wu Wei ist das Tun im Nicht-Tun, das Handeln im Nicht-Handeln. Das ist der Fluss. Also wenn das Tao die Quelle ist, dann fließt dann ein Fluss ins Leben hinein. So, und sobald du nicht mehr vertraust, nicht glaubst oder nicht in der Liebe bist, dann bist du halt neben dem Fluss, ja, bist auf den Stein. Wenn du aber vertraust und glaubst, dass das Höchste für dich wirken wird, dann wirst du immer mit dem Fluss fließen. Deswegen sagt man halt auch, lasse den Fluss fließen, er fließt von ganz allein. Ja, das stimmt. Und ich finde die Philosophie halt mega, weil seitdem ich mehr vertraue und einfach die Dinge entstehen lasse, entsteht das genauso, wie es richtig ist. Das musst du halt glauben, weil wenn du nicht glaubst, dann erschaffst du ja wieder, dann bist du ja wieder am Bauen. Ja? Und wenn du wieder baust, also jeder, der schon mal ein Haus gebaut hat, der sagt hinterher wahrscheinlich auch, oh scheiße, ich hätte auch anders bauen sollen oder so bauen sollen. Den Keller dieser breiter Größe, ach, das Dach auch nochmal, ich hätte umbauen sollen. Also Bauen ist schon anstrengend, aber wenn du das gar nicht mehr machen musst, weil es zu dir kommt, ja, und dann gibt es eigentlich gar nichts mehr zu tun. Ja. Für viele ist das natürlich das, was wir jetzt zu sprechen, ist der Chunk, also der Schritt ist viel zu hoch, um das zu verstehen. Mhm. Aber in der Tiefe, wenn man sich mit der Liebe beschäftigt, weiß jeder, was ich meine. Ja. Also die hohe Kunst ist eigentlich loszulassen. Und das kannst du aber nur, wenn du annehmen kannst. Ja? Mhm. Und wenn du, also das ist auch das, beim Harzheller, das sind ja alles so auch Sachen, die ich beim Harzheller reingeschrieben habe, also verkaufen mit Herz. Jegliche Einwandsbehandlung, würde ich immer mal gucken, was hat das mit dir zu tun? Ne? Also annehmen, um da etwas loszulassen. Ich war bei einer Firma mal
Da hat mir einer gesagt, ja, ich habe immer Einwände, ich habe immer Kunden, die sagen immer zu teuer. Immer zu teuer. Und dann gucke ich ihn an und sage, bist du geizig? Und er sagt, wie meinst du denn das? Und ich sage, bist du ein geiziger Mensch? Ja, sagt er, ich bin schon nicht jemand, der da gerne viel Trinkgeld gibt. Ich sage, ja, hör auf damit. Ja, und dann? Ich sage, kriegst du Kunden, die keine Einwände mehr haben. Ja. Der guckt mich natürlich an und denkt, ich bin nicht ganz dicht. Ja, aber ich sage, ist doch logisch, wenn du mit Geld keine gute Beziehung hast und du es behalten willst, wenn du es raffen willst, kann es nicht frei sein. Es ist ja nichts anderes wie eine Beziehung. Ja, er hat sich jetzt bemüht, das zu ändern und es wird besser. Ja. Also weil Verkaufen auch anders zu sehen. Ich sage übrigens, Verkaufen zum Anfang, weißt du, warum die meisten Leute ein Problem mit Verkaufen haben? Warum? Weil sie es verwechseln mit Betrügen. Ja, das stimmt. Das hat nichts mit Betrügen zu tun. Mhm. Betrüger sind Betrüger. Das sind Menschen, die nicht absichtslos und bedingungslos sind. Wenn du aber mit dem Herzen verkaufst, bist du bedingungslos und absichtslos im Mehrwert. Und das ist etwas Schönes, also ein sehr, sehr schöner Beruf. Ja, das finde ich spannend. Ich habe vor kurzem auch einen Podcast mit jemandem gehört, wo es auch genau um diesen Punkt ging. Die meisten Menschen haben Angst vor Verkauf, weil sie denken, sie ziehen den Leuten das Geld aus der Tasche, weil sie irgendwann mal die Erfahrung gemacht haben, dass sie sind durch die Stadt gelaufen und irgendwer wollte denen irgendwas Doofes andrehen und so weiter. Und das sind die Momente, an die wir uns erinnern. Aber wenn wir mal andersrum schauen, alles Tolle in meinem Leben, was ich besitze, wurde mir irgendwann mal verkauft. Hätte diese Person, die mir das verkauft hat, ob es jetzt eine Werbung war oder wie auch immer, ist ja immer verkaufen, hätte diese Person gesagt, ah nee, ich trau mich nicht, weil ich wäre sonst ein Betrüger, wäre ich niemals in den Genuss gekommen von dieser Sache, egal was es ist. Ja, ja. Und das ist, dann drehen wir ja auch direkt wieder die Art zu denken über Verkauf und merken plötzlich, oh, ich sollte verkaufen, weil dann kann ich das Leben von Menschen besser machen. Ja, schöner Gedanke. Finde ich gut. Mag ich. Ja. Den kaufe ich. Yes. Funktioniert. Ja, das ist echt toll, die Liebe reinzubringen. Du hast gerade darüber gesprochen, in dieser Energie zu sein, der Liebe und vom Fluss auch. Schaffst du das immer? Nein. Wie gehst du damit um, wenn du es nicht schaffst? Ich läuft ja nie aus dem Hintern. Ne? Also, ich glaube, viele Leute kommen so gerne zu mir zum Training, weil ich mich genauso zeige wie jeder einzelne Teilnehmer auch. Also bei uns wird auf Freundschaftsebene trainiert und ich kann halt viele Sachen gut, weil ich seit 20 Jahren mich, glaube ich, hochprofessionell ausbilden lasse, mich da viel mit beschäftige und halt auch 130, 140 Tage Training im Jahr selber gebe. Aber wenn du das machst, 10 Jahre, 15 Jahre, dann ist jeder von uns gut da drin. Ne? Und wenn du das dann noch schaffst, nicht so zu sein, dass du hier die Weisheit mit Löffeln gefressen hast und aus dem Hintern leuchtest, dann kommen die Menschen gerne zu einem, weil sie einfach auf Augenhöhe trainieren und sagen, hey, das ist schön, das, was du gelernt hast, dass du mir das mitgibst. Und ich kriege halt auch einen riesen Mehrwert. Also jeder Teilnehmer, der da ist, der heilt mich ja auch immer irgendwie. Ich glaube, dass die Trainer irgendwie immer den eigenen Prozess mit drin haben. Und ich teile mich da auch mit, wenn ich so Sachen erlebe, meine Beziehung, meine Eltern oder Freunde oder Bekannte oder wenn ich halt neue Sachen entdecke in mir, was ich denn mitgeben möchte. Und dann kommt halt auch eine starke Transformation rüber, weil wenn Gleichheit im Training ist und ich bin hier der Jesus, weißt du, oder der Pokus Pokus Mann. Ich glaube, dass das erstmal für den Trainer mega anstrengend ist. Zweitens, keine tiefe Transformation kommt. Drittens, Trainer dann einfach nur Konzepttrainer sind. Und das bin ich nicht. Also ich bin ein Lehrtrainer und das ist für mich ein Riesenunterschied. Also nicht irgendwo hinzugehen, etwas zu lernen und das nicht zu durchdringen und diese Konzepte als Konzepte weiter zu trainieren, sondern ich befasse mich sehr, sehr stark in der Tiefe damit, auch mit mir und gehe auch selber regelmäßig zum Coaching und durchdringe die Sachen, gebe das weiter, dass jeder Einzelne, der kommt, seine eigene Lehre entdeckt. Ja. Und jetzt ist eine Doppeldeutung drin, also seine eigene Lehre entdeckt und die füllt und seine eigene Lehre entdeckt, seine eigene Philosophie, die Mental anderer Trainer bekommt, sondern sein Herz selbst berührt, sein
was derjenige möchte oder diejenige möchte im Leben, aus dem Herzen heraus, und dann den Weg geht. Und wenn ich das schaffe, dann ist meine Arbeit getan. Ja? Und ja. Ich glaube, dass viele Leute viele Dinge tun für andere oder für emotionale Verdrehtheiten, die man selber in sich dreht, wo man dann glaubt, einen gibt es dann besser, ja, weil man diese Bedürfnisse im Leben selbst noch nicht befriedigt hat oder nicht glaubt, sie befriedigen zu können. Und dann fängt man oft an, sich zu prostituieren an. Und dann geht der Schlamassel los. Ja. Ja, absolut. Die Wahrheit liegt im eigenen Herzen. Ne? Das finde ich so schön, was du sagst, dass es nicht darum geht, auf Seminare zu gehen und die Wahrheit von jemand anderem zu übernehmen, sondern seine eigene zu finden, dass die Person vorne dir einfach hilft, die Wände, Blockaden, wie auch immer, um dein Herz loszuwerden und dann zu merken, oh, das ist meins. Ja, ja. Das ist mein Weg. Das ist ja wie in Beziehung auch. Du willst ja nicht die Frau von deinem Nachbarn haben. Ne? Oder man weiß es nicht. Aber wäre nicht so gut. Ne? Ja, das stimmt. Was war für dich denn das letzte Mal so eine richtig herausfordernde, schwierige Zeit? Und wie bist du damit umgegangen? Richtig herausfordernd, schwierige Zeit, das letzte Mal. Also das, was im Nachhinein herausfordernd war, halt, wo ich mit 30 alles verloren hatte, ne? Also wo ich Konkurs gemacht hatte und aus dem Nichts heraus wieder meinen Weg gehen musste. Ne? Und, aber ich, es ist immer so, das ist immer so amerikanisch spießige Geschichte. Ne? Es ist halt so, aber ich sag mal, jeder, der irgendwie Scheiße erlebt und sich nicht tötet, ja, und sich nicht aufgibt, kommt überall raus. Also jeder hat eine amerikanische Geschichte, wenn er bei sich ist, an sich glaubt und da rauskommt. Und ich habe halt das Glück gehabt, dass ich verstanden habe, dass die anderen nicht schuld sind, sondern dass ich meins da zu tragen habe, ja. Ein Freund zu mir hat mir gesagt, gib nicht anderen die Schuld und gib auch nicht dir die Schuld, übernimm lieber die Verantwortung, weil wenn du Verantwortung übernimmst, dann kannst du erwachsen werden. Und wenn du das nicht tust, bleibst halt da klein und doof, ja. Und und dann habe ich gesagt, gut, das übernehme ich. Und dann habe ich halt gesagt, okay, was muss ich ändern? Was will ich überhaupt in meinem Leben? Das war auch das erste Mal, wo ich gesagt habe, was will ich eigentlich? Und ich wollte ja immer Trainer werden, schon mit 16. Das ist ja kein Scheiß, ne? Also das war nicht, ich bin nicht Trainer geworden, weil es gerade ein Hype ist, weil es witzig ist, weil es jeder macht und weil die Bunte von irgendwelchen Vips empfiehlt, wer einen Trainer hat oder weil ich nicht weiß gerade, was ich tun soll, sondern es war wirklich mein Herzenswunsch aus meiner Kampfsportzeit heraus. Ja. Und dann habe ich mir echt überlegt, ja, das will ich machen und da habe ich meine letzte Kohle genommen und habe dann halt das investiert, 7 Jahre. Also ich habe echt 7 Jahre erstmal Ausbildung gemacht, bevor ich angefangen habe. Wow. Ja, und so ist es entstanden. Also es war eine schwierige Zeit. Ich finde es viel schwieriger, wenn irgendjemand einen schweren Unfall hat und 2 Jahre im Krankenhaus ist. Ich finde es viel schwieriger, wenn es Hungersnot gibt und Leute wirklich nichts zu fressen haben. Ich finde es viel schwieriger, wenn du vielleicht eine Sexualität in dir trägst, die du nicht nach außen tragen und dir traust, also wenn du vielleicht schwul bist, wenn du vielleicht lesbisch bist, wenn du und jemand sich nicht traut, weil er vielleicht von der Kultur her unterdrückt wird. Ja. Also wenn man das nicht leben kann oder noch nicht weiß, wie das geht. Ne? Und das wünsche ich jedem, dass jeder das leben darf, was sein Herz ist. Und wenn das so ist, dann ist das, ja. Und wenn man im falschen Körper ist und auch diesen Prozess durchzugehen und an sich zu glauben, das zu tun, ich glaube, das ist nochmal eine andere Nummer. Vielleicht sagen die Leute hinterher auch, nee, war alles gut und dann hat mich wachsen lassen, bestimmt auch. Aber ich find's auch schwierig, wenn Kinder keine gute Kindheit hatten und weil sie sozial nicht gut aufgewachsen sind und auf einmal wegrutschen und vielleicht einen Banküberfall machen und dadurch 6, 8 Jahre ins Gefängnis gehen. Weil sie nicht die Möglichkeiten haben, wie wir. Das finde ich krasser als meine Geschichte. Also meinst du es wohl Disney? Ja, verstehe, was du meinst. Walt Disney,
wenn ich da mich verfange, dann hätte ich mich im Drama verloren. Also das muss ich immer ehrlich sagen. Ich bin ganz, ganz dankbar dem lieben Gott, dass ich bis jetzt, ich hoffe, das bleibt so, ja, mal auf Holz klopfen hier, dass es mir weiter so gut geht. Und dafür bin ich mega dankbar. Ne? Und bewundere jeder andere Menschen, der andere Dinge hatte und da rauskommt. Also ich kenne ja durch das Coaching, ich coache ja so viele Menschen teilweise, ich habe alles an Geschichten gehört von wirklich schlimme Sachen. Und das sind für mich die Helden. Ne? Also das ist, denen geht's heute gut. Ja? Also die schlimmen Sachen erlebt haben und heute lachen. Ja? Und das sind für mich Menschen, die ich bewundere auch. Ne? Ist das auch das, was dich motiviert, diesen Menschen helfen zu können, auch ihr Herz zu finden und das rauszutragen? Ja, Raphael, ich weiß das gar nicht. Ich muss nur sagen, ich habe eine Vision, ich habe keine Vision. Also ich bin nicht groß geworden mit, du musst eine Vision haben, um so sein. Ich habe mich irgendwie tragen lassen von meinem Traum, das mal zu werden. Ja. Da habe ich mich dem Prozess hingegeben und dann sind viele Dinge einfach entstanden. Ja. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich war 16 und hatte den Traum, die Welt zu verbessern. Das bin ich. War ich 16 und ich fand Karate geil, ich fand die Inhalte von Karate super, ich fand die Fokussierung, die Klarheit gut und es war auch etwas, wo ich natürlich auch Anerkennung bekommen habe. Ja. Und dann bin ich halt einen anderen Weg gegangen und dann habe ich verstanden, ich mache was mir keinen Spaß macht. Und dann habe ich gesagt, ich kann vielleicht Anerkennung haben, ich kann etwas machen, was mir Spaß macht und etwas, was ich gut mache. Und dann kam der nächste Prozess. Ich kann das ganz gut und könnte mich damit beschäftigen. Und dann kam die Verliebtheit in das, was ich gelernt habe, in die Philosophie des Lebens. Und dann wurde ich älter und dann wurde die Anerkennung weniger und die Liebe zur Philosophie mehr und das Verstehen des Herzens noch größer. Und dann wurde das andere noch weniger und weniger und dann wurde das immer mehr. Und dann habe ich verstanden, das möchte ich in die Welt tragen und möchte das einfach mit Menschen mitgeben, dass wir uns nicht so manipulieren lassen und uns auch selbst nicht so manipulieren. Und dass wir anfangen, füreinander da zu sein, uns das Leben einfach schön machen, weil so habe ich das für mich mitbekommen. So ist das eigentlich entstanden. Aber ich habe jetzt nicht, dass ich sage, ich bin jetzt da, um die Welt zu retten. Also mein größter Antrieb ist nur die Freude. Das finde ich total schön, weil ich glaube, für viele ist das ein Riesenproblem, dieses du brauchst eine Vision, du brauchst ein großes Warum, dass sie eben dadurch nicht weiterkommen, weil sie haben gerade nicht dieses Warum. Und ich finde es so schön, wie du sagst, im Prinzip bist du dein Leben lang diesem Fluss gefolgt, von dem wir gerade am Anfang gesprochen haben und hast dich treiben lassen und das, was dir Freude macht, hast du einfach getan und machst du weiterhin, oder? Also macht das halt Spaß. Also, ja. Ich habe ja damals, wo ich Leistungskarate gemacht habe, habe ich ja nicht mit Karate angefangen, um Weltmeister zu werden. Ich habe Karate damals angefangen, weil ich Everybody Wants Kung Fu Fight Aerodyne gesehen habe. Ja. Und ich glaube, ich 7 Jahre alt war und ich das geil fand und mein Papa Judo gemacht hat, damals ziemlich gut. Und wo meine Eltern sich erstmal getrennt waren, bin ich mit einem Freund zum Karate gegangen. Und das fand ich toll. Ich fand dieses Toben super und ich fand dieses Kicken und ja, wie Matchbox-Autos, das fand ich einfach geil. Und dann bin ich da hingegangen und dann habe ich meine Gürtel gemacht und war stolz und hast das erste Mal Kontakt zu Stolz gekriegt. Das ist ja, was viele Menschen sich nicht erlauben, aber ohne Stolz übrigens, wird es schwer, dass du Einfluss nehmen kannst und dich durchsetzen kannst. Ja. Das Problem ist, dass die meisten Leute einen falschen Stolz haben, so einen hybristischen Stolz, also so Stolz mit Verachtung haben, Menschen klein machen, um sich groß zu fühlen. Sich größer, ja. Aber diesen eigenen Stolz auf sich zu haben, ist ja etwas Großartiges. Da können wir mal in Ruhe nochmal einen Podcast machen über Emotionen und Gefühle und so, was ist gut und warum nicht und so. Da bin ich ja sehr, sehr stark unterwegs. Aber ich wollte nur sagen, ich habe das dann immer weiter gemacht, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Meisterschaften zu gewinnen. Habe ich auch. Also ich war gar nicht schlecht also in dem Bereich. War gut. Aber das ist, glaube ich, wie jetzt auch. Ich bin nicht angetreten, um Anthony Robbins zu schlagen. Oder der geilste
Robert, geile Typ zu sein, um die meisten Umsätze zu machen. Ich mache das nur, weil ich es geil finde. Es macht mir Spaß. Einfach Lust mit Menschen in meinem Raum, mich auszutauschen und diese Energie zu baden von Fülle miteinander. Toll, wow. Was würdest du sagen, wenn jemand jetzt sitzt da jemand da draußen und hört sich das an und sagt, ja, cool, ich möchte auch der Freude folgen und ich möchte aus der Freude heraus entweder ein Business starten oder die Person steht am Anfang und möchte das jetzt auch größer werden lassen. Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung, aus deiner Sicht, sind so die 1, 2, 3 wichtigsten Punkte, dass das funktionieren kann? Freude. Also mach dir das, was wirklich Freude macht, dir das Spaß. Und hast du Bock auf den Prozess? Also hast du Bock, wie du vielleicht früh Sport gemacht hast oder gebastelt hast, hast du Lust, da jeden Tag oder jeden zweiten Tag hinzugehen und dich damit zu beschäftigen? Ja. Ohne dass es für dich anstrengend ist. Das ist einfach was geil. Und wenn es mal anstrengend war, hat es aber auch Spaß gemacht. Weißt das du? Stimmt, ja. So, das sind die Prinzipien des Lebens, glaube ich, die sind alle ähnlich. Sobald es ein Überwollen und ein Umzu wird alles anstrengend. Also wenn du dir die Prozesse von Stress anguckst, gibt es immer einen Grundtonus, ja. Es gibt eine Überspannung und eine Unterspannung. Und eine Unterspannung ist immer, man hat es erleidet, erduldet, man hat sich abgegeben, man ist hoffnungslos, man fühlt sich wertlos, man ist nicht mehr, dann bist du in der Unterspannung. Eine Überspannung ist, ist man überwollen, ist es zu fokussiert, zu kontrolliert, ich muss unbedingt so sein. Und dann gibst du zu viel Energie ab. Grundtonus, was Babys haben, was gute Kampfsportler haben, was gute Sportler haben, die in Leistung gut sind, sind im Grundtonus. Das ist einfach das Wu-Wei, das Tun im Nicht-Tun, das Handeln im Nicht-Handeln, es entstehen lassen, mit dem Herzen vorzugehen. Ja, also einfach in diesem Vertrauen, in diesem Flow zu sein. Und das kann ich nicht immer, aber ich trainiere mich dorthin. Und es ist leichter, wenn du ein gutes Umfeld hast mit Menschen, die ähnlich ticken. Es ist leichter, wenn du dir immer die Dinge anguckst, die dir wehtun und nicht wegguckst. Und wenn du eine Arbeit machst, die dir Freude macht, wie als Kind, wenn du vielleicht mit Big Jim gespielt hast. Erkennst du nicht mehr. Nee. Ja, auf jeden Fall, oder mit Batman gespielt. Deswegen sage ich immer heute, mach noch, was du als Kind machst. Ich, also, mich frage immer, was für ein Buch empfiehlst du? Ich sage, keine Ahnung, ich lese Comics. Lies Comics. Comics sind geil. Mehr Kind sein. Ich habe heute noch ein Video gedreht über Geniezone. Das ist ja so ähnlich. Der Zustand, wo habe ich am meisten Freude? Wo gehe ich am meisten auf? Wo bin ich am meisten meine Energie? Und die erste Frage war auch, was war die eine Sache, die du als Kind gemacht hast, wo einfach Stunden vergangen sind und dann irgendwann hat Mama gerufen, so komm jetzt ab zum Essen. Das ist meistens das, was genau auch heute noch uns so viel Freude macht. Nur irgendwann denken wir dann beim Erwachsenwerden, ja, darf ich nicht, geht nicht, ist doof, ist nicht cool. Und dann drängen wir diese Sachen plötzlich zur Seite. Aber gerade da liegt häufig das Geheimnis, auch für ein Business am Ende. Ja, Riesengeschenk. Ja, total. Am Ende ist es ja auch so mit dem Thema Herz. Wir lernen wieder Kind zu sein. Ne? Ja, und du darfst auch erwachsen sein. Ne? Also es gibt ja auch so Trainings, die sagen, man muss immer Kind sein. Nein, es hat alles seinen richtigen Platz. Beides, zusammen. Ja. Das ist wie viele mögen sagen, ja, du mit deinem Kopf immer und so und du mit deinem Ego. Ich sag, pass mal auf. Erstmal das Ego, ja, ich glaube aus dem Lateinischen heißt ich. Ja, und das ist genau richtig. Punkt. Ja. Und das heißt nicht, dass Ego das Problem ist, es ist das Problem, dass ich eine Vergangenheit oder jemand hat in der Vergangenheit Erfahrungen nicht verarbeitet. Und wenn das im limbischen System einfach verankert ist und wenn du das nicht dir anschaust, dann wird es dich leben. Das heißt, diese verdrehte Emotion lebt dich. Das heißt, es kriegt eine eigene Identität und übernimmt dich. So, und das ist das Problem. Nicht du. Wenn du aber sagst, ich bin die Emotion, die sich verdreht hat und ich bin die Erfahrung und ich bin der Glaube und ich bin das, ja, dann bist du halt von dir weg, weil du glaubst, du bist das, was du da von dir glaubst. Ja. Das stimmt aber nicht. Du bist viel, viel mehr. Ja, du bist eine reine Quelle, eine reine Energie. Nur wenn dein Geist angehaftet ist an Emotionen und Gefühlen ohne Liebe, dann ist halt scheiße. So, wenn du aber
anfängst, das anzunehmen, das was ist, und dein Geist zu lieben, das ist doch schön. Der Geist wohnt in deinem Körper. Ohne den hättest du ja gar keine Orientierung. Ja. So, und das Gleiche ist, dein Körper ist wunderschön, weil er gibt dir die Fähigkeit zu fühlen. Mhm. So, und das, die Emotionen sind genau richtig, weil sie dir geben die Möglichkeit des Ausdrucks. Ja. Und die Liebe gibt dir den Sinn des Seins. Ja, in der Verbundenheit zu sein mit allem. Ja, von nichts ist höher und nichts ist kleiner. Es ist alles, wir sind zusammen. Ja, mhm. Etwas ganz, ganz Schönes. So, das heißt, das hat alles seinen Platz. Und ich jetzt aber anfange, einem mehr Wert zu geben, dann ist der andere Teil echt traurig. Und das ist wie im Leben auch, ja. Wenn du sagst, der Mensch ist ja viel mehr wert als der, scheiße los, ne? Und deswegen sage ich, lieb deinen Geist, lieb deinen Körper, lieb deine Emotionen, dein Herz. Aber schau dir deine komischen, verdrehten Sachen an, wenn die verdreht sind. Alles, was dazugehört, ne? Hell und dunkel. Ja. Das ist so spannend. Das war auch eine Sache, die mich immer sehr oder zum späteren Zeitpunkt sehr gestört hat in der Persönlichkeitsentwicklungswelt. Da war es, ne, umspringen und immer in einem geilen State sein. Aber wenn ich ja die anderen Emotionen, die ja auch ihre Aufgabe haben und ausgedrückt werden wollen, wenn ich die immer wegdrücke, dann gibt's ganz schön Probleme irgendwann. Und das ist so das Wichtige. Du hast gerade gesagt, der Grundzustand, die Balance aus beiden Welten. Das ist halt keine Entwicklung, ne? Wir sind halt in dieser Polarität, ja. Mhm. Genauso viele Spiris, die einfach nur noch meditieren und weg sind. Und sagen, komm mal hier auf diesem Planeten, es ist beides. Cool, verbunden zu sein. Mit ja. Ja. Aber du, der Jesus kommt morgen nicht, ja, weil du jetzt meinst, du willst hier nicht leben. Der kommt halt, wenn du die Liebe in dir entdeckst. Das ist hier die Nächstenliebe. Ja, und wenn die Leute auf dem, ich sag mal, auf dem, wie sagt man, die Erleuchtung warten, oder wenn sie sagen, der jüngste Tag kommt, oder wann zeigt sich diese Energie der Christusliebe, das ist die Nächstenliebe. Ja. Und wenn du andere lieben kannst wie dich selbst, dann ist er da. Und das Ganze ist er weg. Das ist ja einfach eine schöne Metapher. Ja. Der jüngste Tag ist der Tag, wo du einfach verstehst, wie die ganzen Sachen zusammenhängen. Mhm. Diese Texte wurden so verrückt interpretiert, oder? Ja. Von vielen, ja, das stimmt. Das ist immer die Trennung. Wir trennen uns von der Liebe und sagen, die kommt irgendwann mal, aber eigentlich ist sie die ganze Zeit da. Ja, ja. So. Die sagt, ja, guck doch, nimm mich doch, ne? Lieb mich doch. Was kann ich tun? Freilich, ne? Ja. Deswegen sage ich auch mal, die Leute, die sich viel mit Werten beschäftigen, ja, was ihnen wichtig ist im Leben. Ich sage aber, wenn du die Werte mit Liebe nicht füllst, wirst du immer einen Wertekonflikt haben. Mhm. Immer. Ja, weil wenn der nicht erfüllt oder der nicht erfüllt, gibt es Stress im System. Wenn es aber mit Liebe gefüllt ist, bist du unabhängig von dem, was andere meinen oder nicht meinen. Das ist dann nur deine Orientierung. Mhm. Das war auch ein großes Learning aus deinem Buch tatsächlich. Werte oder Warum-Konflikt fand ich sehr, sehr spannend, also sehr hilfreich. Was würdest du sagen, wenn ich möchte jetzt mehr in diese Liebe, in diesem Moment. Was kann ich machen? Fällt mir voll schwer, kriege ich gar nicht hin. Was mache ich jetzt? Ich möchte, ne? Ja. Ja, wie möchte ich denn? Ist ja so ein Scheiß hier, was soll das? Ja, es ist halt das Annehmen, ne? Also, ich glaube, dass du kommst dahin, wenn du, auch wenn du dich scheiße fühlst, auch dieses ich bin gerade scheiße auch annimmst. Und ich bin gerade doof und ich fühle mich gerade klein und es ist, aber wenn du es nicht machst, dann wird es halt schlimmer, ja. Das ist halt so. Aber ich glaube, wir dürfen uns komplett fühlen, wie wir uns gerade mal fühlen wollen. Ja. Ich sage das immer so, bereit sein, alles zu empfangen, alle Seiten zu empfangen, weil ich finde es total spannend. Ganz häufig bewerten wir Menschen, wie etwas passieren soll. Ich weiß nicht, ich möchte Umsatzziel 100.000 Euro schaffen. Okay, ich bewerte, wie das passiert. Aber woher weiß ich denn, dass ich nicht vielleicht eine Phase brauche, wo ich mich eine Woche lang total scheiße fühle, damit das überhaupt möglich wird? Ja, das ist geil. Das ist das Spannende. Da redet der Jeffrey Kastenmüller auch viel drüber. Von dem habe ich das damals lernen dürfen. Da sagte er einen Satz, der hat mich früher total getriggert. Ich bin ein Versager und ich liebe es. Ja. Und
Er ist, Weil glaube damals, glaub ich, auch ein geiler Typ. Ich glaub. ja, voll, echt toller, toller Mensch und toller Lehrer auch. Und damals hat mich das getriggert, weil ich dachte, wie, ich will kein Versager sein. Nein, nein, ich kämpfe dagegen an. Und inzwischen verstehe ich das. Ja, ich darf auch bereit sein, mich als Versager zu fühlen, damit ich in diesen Fluss eintauchen kann. Alle Anteile des Lebens dürfen wir fühlen Ja. und leben. Sehr cool. Und das möchte ich einmal zu dir sagen. Ich finde, du bist ein mega Beispiel dafür, weil du, ich sehe dich gerade, ich spreche mit dir, du lebst es einfach. Du nimmst das, wie es kommt, flowst damit und alles ist gut. Egal was es ist, alles ist gut und das ist toll. Danke dafür. Dankeschön. Ich bin stets bemüht. Hast du lange für trainiert, oder? Weiß es gar nicht. Ich bin halt so verbimmelt auch, ne? Ich habe irgendwann verstanden, weiß ja auch, wie wir erstmal ein bisschen einen Termin kriegen und dann rufe ich irgendwie an, oh, wir müssen verändern und wir müssen dann so und so. Ich Ja. bin halt so ein, ja, ich habe immer verstanden, so wie ich bin, bin ich halt. Ja? Und Ja. dann versuche ich halt Sachen auch irgendwie loszulassen, anders sein zu wollen oder zu müssen. Arbeite natürlich an mir, also dass ich mich auch weiterentwickle, aber es gibt so Sachen, wo ich einfach sage, nö, das ist, da gibt es nichts zu tun halt, ne? Es darf so sein. So ist Ja. es. Das finde ich echt so schön. So können wir auch ein Business aufbauen. Also viele sehen ja Business immer sehr serious und sehr und ha, pa. Aber es darf auch einfach sein. Es darf auch mal schief gehen. Ich darf auch mal versagen. Ich darf auch Ja, wütend sein und happy sein. Alles. das geht alles dazu. Und ich sag mal, ich habe das ja durch. Ich habe ja damals viel Geld verloren, alles verloren, wieder verloren. Dann habe ich alles zurückgewonnen. Heute kann ich sagen, ich bin finanziell frei. Ne? Da bin ich echt dankbar für. Aber heute der Weg in meine jetzige finanzielle Freiheit war viel, viel schöner und leichter, als das früher war. Ja? Also ich kann echt verstehen, warum auch, dass ich mal das verloren hatte und heute weiß ich auch, was ich zurückbekommen habe. Ne? Aber ich habe heute auch die Einstellung, man muss nicht hart arbeiten, um reich zu werden oder um finanziell frei zu sein. Und du musst ja auch nicht hart arbeiten, um ein glückliches Leben zu haben. Das ist totaler Schwachsinn. Sondern ich glaube, du brauchst einfach nur die richtige innere Haltung dazu und das, was dir Freude macht. Und Vertrauen, dass der Fluss des Lebens für dich fließen wird. Und dann bist du auch im Geldfluss drin. Ne? Kommt ja alles dazu, wenn du im Fluss bist. Ist ja alles da. Alles Wenn du Energie. nicht dran glaubst, dann kriegst du halt nur Teile. Ne? Ja. Und weiter auf dem steinigen Weg gehen. Gibt's auch Steine? Gibt's Gehört alles dazu, auch die oder die Steine. Scheiben, was man haben will, ne? Ja. Gibt es für dich neben Volk der Freude andere innere Haltungen, die du so durch dein Leben trägst, die wichtig sind für dich? Ja, also es gibt viele Aspekte noch, die ich mag. Also ich mag im Kontakt gehen ist für mich etwas Wichtiges, ne? Also im Dasein, im Kontakt sein. Wenn ich mit jemandem arbeite, nicht da und da, sondern da hier sein. Das ist ja mehr versuchen, im Jetzt zu sein. Ne? Aber es gibt auch wichtige Sachen, wie zum Beispiel, wenn ich lange arbeiten war, dann will ich einfach nichts machen. Will ich faul sein, Chips fressen und Netflix gucken. Finde ich Ja. geil. Und das, weißt du, das ist so. Ja. Also ich finde irgendwie, ich denke da gar nicht so viel drüber nach. Also ich kann das gar nicht so sagen. Das ist Du bist einfach. so ein Kopfgewichse, weißt du? Das ist so. Also nachdenken macht mal Sinn, wenn ich vielleicht meine Freundin heute kommt und ich sollte die Bude aufräumen. Mit kein Ärger. Wie räume ich jetzt auf? Ich weiß es auch nicht. Also ich, keine Ahnung, Klarheit mache ich. Ich mag Kontakt. Ich mag faul sein. Ich finde alles irgendwie. Ich mag alles essen. Und nicht von einem zu viel, sondern nur so, dass es schmeckt. Genießt einfach alles, Mühe. was da ist. Ja. Genial, wow, cool. Danke dir schon mal, danke für diesen Einblick. Also ich finde das echt toll zu sehen. Ich beschäftige mich viel mit verschiedensten Businessleuten, Unternehmern, wie auch immer. Und viele reden davon, ja, du musst dein Leben genießen, aber ich finde, du präsentierst das gerade so toll, dieses, ja, ich nehme einfach alles, wie es kommt, und ich genieße es einfach. Ist doch geil. Also es geht schon mehr, ne? Also jetzt ist so, Klar, ja. es ist so, ich habe jetzt echt viel, viel, viel gearbeitet, ne? Also dadurch, dass Corona
vorbeikam, ne, und wir natürlich umbauen mussten und das ist alles so miteinander jetzt. Ich habe jetzt keine Ahnung, 28 Tage Training hinter mir, ich habe Training gemacht, den Krieger mache ich jetzt die Woche, letztens habe ich auch den Krieger gemacht. Wo man, also es geht ja darum, da keinen Krieg mehr zu führen, sondern Krieger des Herzens. Ja. Practitioner gemacht, Master gemacht. Und gestern war so, wo ich so, oh, bin schon ein bisschen platt. Und habe eigentlich extra dieses Jahr auch so geplant, dass ich da schön Luft habe und so. Aber wenn das halt so ist, dann ist das halt so, ne? Also ich nehme Ja. das halt an. Und Auch das ist Flow. ja, das gehört dazu halt, ne? Voll. Ja, das finde ich auch so eine spannende Erkenntnis von mir. Wir müssen nicht erzwungene Leichtigkeit haben, wir müssen aber auch nicht erzwungenen Hustle haben. Flow Nee. ist einfach, manchmal kommt dieser, das hatte ich jetzt letzte Woche, da hatte ich einfach Bock, bis 10 Uhr im Büro zu sitzen, weil ich so viel Energie und so viele Ideen hatte. So, und dann gestern oder am Wochenende hatte ich die Energie von, ich sitze den ganzen Tag vor meiner Playsee und spiele einfach, weil ich Bock drauf habe. Ja, Das sehr ist Flow. Nicht ja. zu sagen, oh, jetzt muss ich arbeiten oder jetzt muss ich chillen, Ja. sondern einfach das, was gerade kommt, damit gehe ich. Ja. Schön. Cool. Sehr schön, Dennis. Ich danke dir schon mal sehr. Ich werde jetzt zu den letzten drei Abschlussfragen kommen. Super. Kurze Frage, kurze Antwort. Und dann am Ende überlasse ich dir nochmal die Abschlussworte. Und genau, ich würde jetzt einfach direkt mal zu den Fragen kommen. Ja. Was sind ein bis drei Sätze, die du dir jeden Morgen sagst oder die so durch deinen Kopf gehen, die wichtig für dich für den Tag sind, wenn es Ein sowas bis drei Sätze. Also ich brauche jetzt einen Kaffee. Also ich will jetzt einen Kaffee. Ja. Ich trinke so gerne Kaffee morgens. Ja. Aber wenn du mich fragst, um mich für den Tag vorzubereiten, also meistens ist so, dass ich mich für den Tag be bedanke, der kommt. Also ich sage mal, danke, dass es ein schöner Tag wird und dass ich, wenn ich fahre, dass ich bitte gesund irgendwo ankomme. Und dass es mir gut geht. Also das mache ich abends auch, dass ich auch immer danke, dass es ein schöner Tag war. Aber wenn ich aufgestanden bin, geht es um Kaffee. Sehr gut. Cool. Wo siehst du unsere Welt in 20 Jahren? Oh, das ist eine gute Frage. Ich kann gar nicht so weit gucken, Raphael. Also Glaube ich kann gerade nicht jetzt, so ne? weit gucken, weil da müssen wir jetzt länger quatschen wahrscheinlich. Ich glaube, dass es gerade ein Riesenprozess ist, das, was auf der Welt passiert. Leider ist es so, dass von einigen nicht gern gesehen ist, dass man seine Meinung nach außen bringt, ja, obwohl wir eigentlich in einem Land leben von Meinungsfreiheit. Und andere lieben es. Und ich glaube, dass wir eine ganz spannende Zeit leben. Es wird ganz viel sich aufdecken, also viele Dinge, also die verschleiert waren. Oder ich glaube auch, dass wir in einer Zeit leben, wo Lügen entdeckt werden. Und aber auch wir getestet werden, wie gehen wir als Menschen damit um? Ja, also gehen wir da liebevoll mit um oder gehen wir in den Krieg oder manipulieren wir oder nicht? Das werden wir sehen. Ich bin gerade sehr neugierig, ich bin gerade sehr gespannt, weil es einfach so unheimlich schwer zu greifen ist. Ich möchte es gerne verstehen, dafür brauche ich aber Verständnis. Dadurch, dass aber so viele unterschiedliche Informationen sind, die frei sind und gesteuert sind, also man hat ja beides, ist es so unheimlich schwierig, ein Verständnis zu bekommen. Ja. Ich habe aber ein komisches Gefühl. Und ich gehe mal nach meinem Bauch. Und komischerweise, das kennen wir alle, wenn irgendwas im Bauch irgendwie komisch ist und nicht halluziniert ist, dann habe ich meistens recht. Aber ich weiß, auch das wird gut sein, weil jede Schattenarbeit wird irgendwann auch Licht bringen. Und egal, ob das komisch ist oder gut ist, es wird immer der Entwicklung beitragen, weil ich ja glaube, dass immer das Höchste gewinnen wird und für mich Ja. da sein wird. Deswegen bin ich da ein bisschen entspannter. Toll, schön, Aber danke. wo es hingeht, ich hoffe, ich wünsche mir mehr Bewusstsein für die Welt, für die Tiere und für die Kinder. Ja. Das, was ich mir wünsche. Sehr schön, danke dir. Und die letzte Frage. Da ist jetzt jemand draußen, der möchte sein Leben verändern, möchte mehr in diese Liebe oder auch aus dem Herz leben, aus der Freude leben.
Was ist eine Sache, die du dieser Person mitgeben würdest, was dir dabei helfen würde? Schau dir alles an. Also schau dich wirklich an. Also wenn du länger als 15 Sekunden dich über jemanden aufregst, hat das meistens mit dir zu tun, hat das nicht viel. Schau dir das an. Also, was hat das mit dir zu tun? Was macht das mit dir? Und ich glaube, wenn du viel da mal hinschaust, aber auch liebevoll hinschaust, ohne zu schimpfen und sagen, ey, das darf betrachtet werden, darf es auch gelöst werden, dann wird es richtig cool. Cool, danke dir. Ja, Dennis, bevor ich jetzt zu dir das letzte Wort übergebe, dann kannst du noch ein paar Worte teilen mit der Welt da draußen. Ah, eine Sache fällt mir noch ein. Wenn ich jetzt da sitze und sage, oh, der Dennis ist der Knaller, wie kann ich denn mehr über ihn erfahren? Was ist der beste Weg, über dich zu erfahren, mit dir weiterzugehen? Du, meine Mutter fragen. Verlinken wir unten in den Shownotes. Die Mama. Na, also Homepage, dennisscharnweber.com. Dennis mit einem Y immer geschrieben, sonst findet ihr mich nicht. Ihr könnt bei YouTube gucken, ihr könnt, ich mach 6-mal im Jahr Geiles Leben, heißt das. Da kriegt ihr das für günstig über Raffi statt für 249 Euro für 99 Euro. Da lernt man mich 2 Tage kennen, das ist ganz geil. Wenn du richtige Seminare machen willst, guck mal auf der Homepage. Also du sagst, ey, da möchte ich in die Tiefe gehen. Silvia anschreiben. Ich melde mich auch bei den Leuten, also wenn sie Beratung haben wollen, kannst du mich beraten, kannst du erzählen. Ich rufe selber an dann. Podcasts sind ganz viele. Spotify eingeben. Da kommen ganz viele Podcasts, die ich nicht gemacht habe und wo Interviews mit mir gemacht wurden. Ein bisschen rumschnuppern. Ne? Oder vielleicht mal zufällig auf der Straße auf dem Käffchen. Sehr cool. Packe ich alles unten rein. Den Kontakt zu deiner Mama packen wir alles nicht schon. Also bei Harzeller kannst du ja lesen. Und es ist jetzt als Hörbuch raus. Das hat jetzt ein Freund von mir besprochen. Ah, super. Das neue Buch kommt raus jetzt in 4 Wochen. Das heißt Die Persönlichkeitsrevolution. Cool. Dann höre ich mir das oder hole ich mir das doch mal. Lese ich das auch. Ja, sehr schön. Packe ich alles unten in die Shownotes. Danke dir dafür. So, und jetzt, bevor ich dir das Wort übergebe, möchte ich einfach nochmal dir meine Wertschätzung darbieten für alles, was du tust, weil ich glaube, die Arbeit, die du machst, ist unglaublich wichtig für viele Menschen, für die ganze Welt. Ich habe ja auch gerade erzählt, ich habe selber erlebt, was dann passiert. Und ich glaube, du machst grandiose Arbeit einfach in dem, wie du bist und wie du wirkst mit deiner Energie. Du lebst das, was du tust, das spüre ich. Und das ist einfach ganz, ganz toll zu sehen. Du hast einen großen Beitrag für diese Welt. Danke, danke, danke. Und jetzt übergebe ich dir das letzte Wort. Was möchtest du noch mit der Welt da draußen teilen? Ja, sehr, erstmal ganz lieben Dank, Raphael. Ich finde auch, dass du das großartig machst. Mach weiter, ja. Dass du so offen und neugierig bist und dass du da Spaß auch dran hast. Also weitermachen, ja. Und stell den Trainern immer gute Fragen, ja, damit die gefordert sind. Ja, und für euch da draußen, bleibt lieb mit euch, ne? Behandle dich gut, behandle andere gut. Da gibt's für mich eigentlich gar nicht viel mehr zu sagen. Und gerade in dieser Zeit erlaube dir, Fragen zu stellen. Das ist wirklich wichtig. Gute Fragen stellen, mit guten Menschen treffen, sich guten Austausch machen und bei sich bleiben. Macht's gut. Bis dann.